Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ostern 2020, ein besonderes Fest. Normalerweise ist ja Ostern das Fest der Auferstehung, ein christliches Fest, wenn nicht sogar das höchste christliche Fest. Die Gläubigen strömen in die Kirchen hinein, die Familien treffen sich, man macht sich zum Teil auch kleine Geschenke. Viele sind auch im Urlaub, auf Reisen, doch in diesem Jahr bietet sich doch ein etwas anderes Bild, auch hier in Hövloff. Wir sind alle in diesen Zeiten in Hövloff, weil wir ja die Kontaktbeschränkungen haben, weil wir nicht reisen dürfen. Wir können alle nicht das einkaufen, was wir vielleicht möchten, glücklicherweise noch die Lebensmittel. Aber darüber hinaus gibt es doch vieles, was wir derzeit leider entbehren müssen. Auch können wir uns nicht so besuchen wie sonst, vielleicht noch die unmittelbaren Angehörigen, aber ansonsten feiern wir das Fest zu Hause in unseren Familien. Hövloff 2020, auch das etwas Besonderes, Corona. Seit einer Woche haben wir besondere Umstände, denn wir haben die ersten Todesfälle zu verzeichnen im Caritas Altenzentrum in Hövloff. Und ich habe heute bei mir wieder unseren ärztlichen Berater des Krisenstabes, Herrn Dr. Georg Schneider. Schön, dass Sie uns heute wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen. Denn wir hören ja viel über die Medien aus Deutschland, aus der ganzen Welt. Aber was die Leute ja auch besonders interessiert, was ist zurzeit in Hövloff los? Wie würden Sie die aktuelle Situation in Hövloff einschätzen? Ja, der aktuelle Stand in Hövloff ist, dass wir 37 positiv getestete Personen unter Quarantäne haben. Wir haben 2 Verstorbene, da gehe ich gleich noch kurz drauf ein. Und wir haben mittlerweile 6 Genesene. Gestern Abend ist eine 97-jährige Patientin unter palliativmedizinischer Behandlung im Haus Bredemeier verstorben. Die anderen Patienten im Haus Bredemeier, sowohl in der stationären als auch in der ambulanten Pflege, sind komplett stabil. Wir haben keine Besonderheiten bis heute Morgen um 10 gehabt. Das Gleiche gilt für die Seniorenresidenz in Hövloff. Auch da haben wir gerade Rückmeldungen bekommen, es geht allen Patienten gut. Wir haben ja sofort, nachdem wir die ersten Fälle im Caritas Altenzentrum gehabt haben, begonnen mit Testungen. Das heißt, wir haben alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen getestet in beiden Altenzentren und wir haben die Bewohner mit Symptomen getestet. Dadurch sind natürlich auch die Zahlen in Hövloff insgesamt nach oben geschnellt. Wir hatten 44, inzwischen 45 Fälle, positiv getestete Fälle. Hat es etwas geholfen? Haben wir tatsächlich vielleicht ein größeres Ausbreiten dieses Virus in Hövloff verhindern können durch diese vielen Testungen? Ja, da gehe ich von aus. Die Testungen sind richtig und wichtig. Wer viel testet, hat sicherlich in der heutigen Zeit auch viele positive Ergebnisse. Der Vorteil an positiv getesteten Personen ist, dass wir diese in Quarantäne schicken können, dass wir eine weitere Ausbreitung insbesondere im stationären und ambulanten Bereich verhindern können und dass wir zudem frühzeitig angefangen sind, bei den Patienten, die mittlerweile positiv getestet waren und auch bei den Pflegekräften, die positiv getestet waren, mit FFP2-Masken zu arbeiten. In Kombination dieser beiden Dinge, frühe Testung, früher Einsatz der Schutzmaßnahmen, haben wir sicherlich weitere Ansteckungen verhindern bzw. Ansteckungen im zeitlichen Verlauf deutlich verzögern können. Ja, Herr Dr. Schneider, die Verdopplungsrate war immer ein Thema, was auch uns sehr interessierte. Es sollte das aktuelle Thema auch sein für weitere Maßnahmen und auch für die Frage, ob wir mit diesem Kontaktschutz, mit dieser Kontaktsperre weiterleben müssen oder ob wir etwas Lockerungen geben können. Nun gibt es neuere Ansätze, habe ich gehört, dass nicht mehr allein die Verdopplungsrate interessant sein könnte, sondern vielleicht auch eine andere Zahl. Vielleicht können Sie da mal näher darauf eingehen. Ja, die Verdopplungsrate, als wir das letzte Mal hier gestanden hatten, lag ungefähr bei 7 Tagen. Das heißt, innerhalb von 7 Tagen verdoppelt sich die Anzahl der positiv Getesteten. Laut Robert-Koch-Institut haben wir jetzt eine Verdopplungsrate von 17. Das heißt, alle 17 Tage verdoppelt sich die Anzahl der positiv Getesteten. Wo wir heutzutage mehr darauf eingehen wollen, ist die Basisreproduktionszahl. Das heißt, die Zahl, wie viel Patienten werden neu infiziert von einem akut erkrankt positiv Getesteten. Da hatten wir beim letzten Mal, als wir hier standen, eine Zahl von 5 bis 7. Das heißt, ein Infizierter steckt 7 weitere Menschen an und infiziert sie mit dem Coronavirus. Diese Zahl ist mittlerweile auf 1 gesunken. Das ist ein guter Wert. Wir müssen noch weiter runterkommen, sagen auch die Virologen. Aber diese Zahl, Basisreproduktionszahl, sollten wir im Auge behalten. Einer der Vorreiter, was die Kontaktsperren anging, war ja Österreich. Österreich war sehr, sehr früh dabei, auch rigide Maßnahmen zu treffen. Nun hörten wir im Laufe dieser Woche, dass Österreich diese Maßnahmen verlängert hat, aber auch in bestimmten Bereichen etwas Lockerungen schon mal prophezeit hat. Zum Beispiel soll der Einzelhandel wieder in den kleineren Läden geöffnet werden und so sollen vielleicht auch die Friseure wieder tätig werden können. Man möchte also das Leben so nach und nach wieder mehr normalisieren. Auch ich muss dringend wieder zum Friseur. Herr Dr. Schneider, kann es sein, dass ich nächste Woche da wieder die Möglichkeit habe?
Ob das nächste Woche klappen wird, kann ich nicht versprechen, aber es ist in der Tat so, dass wir durch erweiterte Schutzmaßnahmen, in Österreich ist zum Beispiel das Tragen der Schutzmasken außerhalb von Wohngebäuden zur Pflicht geworden, dass wir durch intensivierte Schutzmaßnahmen und bei sinkender Basisreproduktionszahl auch nach Ostern drangehen können, zu gucken, welche Einschränkungen können reduziert werden. Ganz wichtig möglicherweise die Friseurbesuche, die Besuche von Autohäusern, die Besuche von Behörden, wenn denn Abstandshalten, hygienische Maskenschutz, Nieshygiene, Hustenhygiene weiter konsequent eingehalten werden. Ja, dann sind wir auch gerade schon beim Thema Hygienemaßnahmen. Es gibt ja überall auch inzwischen Wände, die man einbauen kann, so durchsichtige Wände, damit auch der Schutz gegenüber dem Publikum gewährleistet ist in bestimmten Bereichen. Und dann gibt es diese neuen Masken, die uns auch jetzt von einem örtlichen 3D-Drucker mitgegeben worden sind. Könnte das etwas sein, was wir demnächst alle tragen, um tatsächlich das Ansteckungsrisiko zu minimieren? Nein, das glaube ich nicht, dass wir die alle tragen müssen. Die Masken vom 3D-Drucker von Herrn Artens sind für die stationäre und ambulante Pflege gedacht. Das Wichtige ist, dass unter der Maske eine FFP2-Maske weitergetragen wird und es geht darum, das gesamte Gesichtsfeld, insbesondere auch die Augen der Mitarbeiter weiter zu schützen, damit es zu keiner Keimverschleppung kommen kann. Die Maske wird über dem Gesicht angelegt und schützt dann wirklich kreisweit ringsrum, kann danach abgewaschen und gereinigt werden und wiederverwendet werden. Wir haben das umgesetzt im Donnerstag bereits in der stationären Pflege im Haus Bredemeier und im Caritas und im der Seniorenresidenz. Und am Karfreitag haben wir das für die ambulanten Pflegedienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caritas Altenzentrums auch umgesetzt. Schwester Mechthild Piskol hat 15 Masken für die ambulanten Mitarbeiter erhalten, sodass wir mit FFP2 und Schutzmaske bei jeglichem Patientenkontakt tätig sind. Welche weiteren Hygienemaßnahmen empfehlen Sie neben diesen neuartigen Gesichtsschutzfeldern? Was können wir noch tun, damit wir möglichst das Risiko für eine Ansteckung minimieren? Wenn wir die Basisreproduktionszahl weiter senken wollen, müssen wir weiterhin intensive Handhygiene machen. Wir müssen weiterhin intensive Nieshygiene machen. Wir müssen weiterhin intensive Hustenhygiene machen. Wir müssen aufpassen, wenn wir Schutzhandschuhe tragen. Diese dürfen uns nicht dazu verleiten, dass wir uns sicher fühlen, wenn wir mit den Schutzhandschuhen am Einkaufswagen waren oder wenn wir mit den Schutzhandschuhen außerhalb eines Gebäudes waren und Dinge angefasst haben, müssen wir diese Schutzhandschuhe danach entsorgen. Wir dürfen sie nicht ins Auto legen und beim nächsten Einkauf wieder benutzen. Das würde zu einer weiteren Keimverschleppung führen und wir müssen gucken, ob wir es schaffen können, ähnlich wie in Österreich, dass wir durch intensivierten Mundschutz dazu kommen, dass auch hierdurch weitere Tröpfcheninfektionen vermieden werden. All das wird dazu beitragen, dass sowohl die Verdopplungszahl als auch die Reproduktionszahl sinkt. All das wird der Politik Signale geben können, dass möglicherweise auch Maßnahmen gelockert werden können in den nächsten Wochen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind am Ostersonntag an Tag 21 der Kontaktbeschränkungen, wie wir sie in Deutschland haben. Die Zahlen, die ja jetzt auch am 7. und 8. April noch drastisch angestiegen waren, kommen teilweise noch aus Infektionen und Testungen, die sich um den Tag des Beginns der Kontaktbeschränkungen ergeben haben. Wir brauchen mindestens 14 Tage, 3 Wochen, genau wie wir es vor 14 Tagen gesagt haben, bis Ende April, um wirklich valide Zahlen zu haben und um dann weitersehen zu können, wo geht es ab Anfang Mai hin. Ich bin natürlich auch gerade den Höhlerinnen und Höhlerern sehr dankbar, dass sehr, sehr viele von diesen Gesichtsschutzmasken derzeit genäht worden sind. Unsere Corona-Hilfe ist da sehr, sehr aktiv. Wir haben inzwischen auch schon einen kleinen Fundus, gerade für diejenigen, die nicht selbst aktiv werden können oder die vielleicht bedürftig sind. Wenden Sie sich bei uns an die Corona-Hilfe, dann können Sie schon mal eine solche Gesichtsschutzmaske von uns bekommen. Ein weiteres Thema, was immer mehr aufkommt, aus dem asiatischen Raum zu uns herübergekommen, diese Idee, dass wir mit sogenannten Apps unsere Bewegungsmöglichkeiten ein wenig nachvollziehen können und dann auch das Ansteckungsrisiko minimieren, indem wir sofort wissen, dass wir mit jemandem vielleicht in Kontakt getreten sein könnten. Ja, das sind sogenannte Tracking- oder Corona-Apps, die vom Robert-Koch-Institut empfohlen werden, als auch von den führenden Virologen. Das ist möglicherweise eine wichtige Sache, um Ausbreitung in Regionen frühzeitig zu erkennen, um Ausbreitung in bestimmten Stadtbezirken erkennen zu können und um Menschen rausfiltern zu können, die mit jemandem in Kontakt getreten sind, der infiziert ist, um dann zügig Hygienemaßnahmen, also sprich Quarantäne, einleiten zu können.
Wir brauchen, um valide Daten zu kriegen bei den Tracking- oder Corona-Apps, ungefähr 60% der Bevölkerung, die da mitmachen. Das wird also noch eine Zeit dauern, auch bis alle datenschutzrechtlichen Probleme geklärt sind. Das geht völlig anonym bzw. pseudonym. Das heißt, es werden keine persönlichen Daten an irgendeine Behörde, Institution weitergegeben. Es muss sich nur eine große Masse der Bevölkerung bereit erklären, mitzumachen. Dann ist das im Verlauf der Erkrankung in den nächsten Wochen und Monaten meines Erachtens der richtige Weg. Denken wir gerade in diesen Zeiten auch an unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch diejenigen, die in den Pflegeheimen sind. Sie sind ziemlich einsam, sitzen teilweise auf ihrem Zimmer. Das Einzige, was sie am Tag sehen, ist eine Pflegekraft, die dann auch mit voller Vermummung hineinkommt. Es soll dort etwas Erleichterung geben, dass diese Menschen auch jetzt wieder besucht werden können. Ab Montag gibt es eine neue Regelung. Vielleicht können Sie da auch etwas zu sagen. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Frau Stricker vom Caritas Altenzentrum hat es auch betont, insbesondere für die Demenz- und Palliativkranken. Es soll ab Montag in der Landesregierung einen Arbeitskreis geben, NRW, wo Beschränkungen teilweise besprochen werden, die durchgeführt werden könnten, beziehungsweise eingeschränkt werden könnten, damit Palliativpatienten oder Demenzpatienten, also insbesondere Patienten mit einer begrenzten Lebenszeit, Lebenserwartung, doch wieder auch Besuch durch Angehörige bekommen könnten. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Das sollte unbedingt vorangetrieben werden, bevor auch möglicherweise weitere Lockerungen diskutiert werden. Mittwoch gibt es eine Telefonschaltung zwischen dem Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin. Hier geht es um die Frage, wie geht es weiter nach dem 19.04.? Auch mich erreichen verstärkt Anfragen, werden die Schulen wieder geöffnet, können unsere Kinder wieder in den Kindergarten hinein? Wie würden Sie beurteilen die aktuelle Lage? Was würden Sie unseren Entscheidungsträgern empfehlen? Also ich würde an meinen Aussagen vom letzten Samstag festhalten. Ich persönlich glaube, dass wir bis Ende April brauchen, also bis zum 1. Mai-Wochenende, bevor wir auch Maßnahmen umsetzen können, um weitere Lockerungen auch im Schulbetrieb durchsetzen zu können. Wir können keine überfüllten Busse mit Kindern losschicken. Wir dürfen auch keine überfüllten Klassen haben. Es wird alles zu regeln sein, dass beispielsweise parallel vormittags und nachmittags unterrichtet wird, dass die Hälfte der Klasse am Montag kommt, die andere Hälfte der Klasse am Dienstag kommt. Ich glaube, wir müssen auch die Zahlen abwarten, die sich im Verlauf der weiteren 14 Tage noch einmal ergeben, um dann langsam zurückzufahren, sicherlich auch mit den Schulen, sicherlich vor allen Dingen mit den höheren Klassen, wo Hygienemaßnahmen durch Schüler eingehalten werden können. Ob das in der Grundschule oder im Kindergarten möglich sein wird, sofort umzusetzen nach Ostern, ist meines Erachtens nicht wahrscheinlich. Der Normalbetrieb wird sicherlich erst ab Mai wieder anlaufen können. Sie sind bekannt als Mann der klaren Worte und als die Corona-Krise losgegangen ist, sind wir hier zusammengekommen und Sie haben uns gleich mitgegeben, bis Ende Juni dürfte es in Hüllhof keine Veranstaltung mehr geben. Alle Veranstaltungen sind ja dann auch abgesagt worden, unter anderem auch das Schützenfest. An diesem Wochenende werden die Schützen ihre Fahnen aufziehen. Sie werden damit ein Zeichen setzen als Dankeschön auch für diejenigen, die für uns tätig sind in dieser schweren Zeit. Und denen wollen auch wir heute ein herzliches Dankeschön übermitteln, all diejenigen, die da sind, für die Kranken, für diejenigen, die auch Einkaufsmöglichkeiten suchen, auch die Lkw-Fahrer, die immer wieder dort im Moment auch vor großen Problemen stehen. All denjenigen ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Was würden Sie sagen über den 30. Juni hinaus? In München diskutiert man über das Oktoberfest bereits. Worüber können wir nachdenken? Können wir vielleicht Hüffelmarkt feiern? Also ich würde erst genau festhalten an dem Datum, was wir relativ frühzeitig in unserer ersten Krisensitzung hier besprochen haben. Ich würde wirklich gucken, was kommt mit Tracking-Apps. Ich würde gucken, was kommt mit Antikörperauswertung. Auch da werden demnächst Studien vom Robert-Koch-Institut laufen, um die Durchseuchung der Bevölkerung klären zu können. Da werden Ergebnisse aber auch nicht von Mitte Mai bzw. Mitte Juni in der zweiten großen Studie vorliegen. Und ich würde weiterhin abwarten, wie der Verlauf der Basisreproduktionsrate ist. Ich würde mir wünschen, dass wir Hövelmarkt feiern können. Ich würde mir wünschen, dass wir Nikolausmarkt feiern können. Erstmal wünsche ich uns, dass wir trotz allem im Kreise unserer Familie ruhige, besonnene und gesunde Ostern feiern können. Vielen herzlichen Dank, Dr. Schneider. Dem kann ich mich nur anschließen, liebe Hövloverinnen und Hövlover. Auch ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein ruhiges und besinnliches Osterfest. Unser Motto lautet ja, wir halten zusammen und so werden wir es auch sicherlich über diese Osterfeiertage tun und natürlich auch darüber hinaus. Ich darf Ihnen herzlich danken für Ihr Verständnis in dieser schwierigen Zeit, auch dafür bedanken, dass Sie sich an die Kontaktbeschränkungen derzeit halten und darf Ihnen mit meinem kleinen Osterhasen wirklich alles, alles Gute wünschen. Schöne Ostern.